Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, diesmal wieder mal nicht aus meinem Keller, sondern ich stehe quasi in meiner Küche, Wohnzimmer hier irgendwo. Und ich habe ein ganz tolles, großes Projekt vor und dafür schalte ich euch mal um und zeige euch, was ich Tolles habe. Ich habe diesmal vor, ein Bild zu machen. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier eine große Leinwand. Das ist 1,40 Meter mal 1 Meter. Ich habe natürlich nichts bekommen in der Größe, die ich haben wollte. Also habe ich mir eine Siebdruckplatte gekauft und zurechtschneiden lassen. Dann habe ich zeige euch jetzt mal hier drunter, Holzlatten gekauft. Die habe ich quasi angeklebt und dann hier oben schön verschraubt. Und weil eine Siebdruckplatte ist ja dunkel, das Ganze habe ich dreimal mit Gesso Primer White grundiert. Ich zeige euch mal, was ich da habe. So, das ist mein White Gesso. Das habe ich beim großen A geholt. So ein Liter, so eine Literflasche, 12, 13 Euro. Kann ich euch in der Beschreibungsbox mal verlinken. Ist wahrscheinlich, weil sie recht günstig war, nicht die hochwertigste Gesso-Farbe. Aber sie funktioniert dreimal und das Ding ist mehr oder weniger weiß. Man sieht, da sind noch ein paar Flecken drin. Das ist aber nicht schlimm, weil die Leinwand bleibt ja nicht so. Dann habe ich mir bei der lieben Stefanie Etter von resin-kunst.de Resi-Creed gekauft. Das ist eine Strukturpaste, die besteht aus zwei Teilen. Einmal eine Acrylic-Emulsion und die wird vermischt mit dem Pulver. Das gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. Ich habe mich hier für Nickel Gray, wie ihr sehen könnt, entschieden. Gibt es aber, wie gesagt, in, ich weiß gar nicht, 13 Farben oder so, also für jeden was dabei quasi. Dann habe ich ebenfalls von resin-kunst.de die XL Crackle Paste. Die besteht aus einer Grundierung und Crackle Paste, diese Strukturpaste. So, das sind meine Materialien erstmal. Und damit möchte ich ein Mixed Media Bild machen mit Struktur, mit Crackle, mit Harz natürlich auch. Und ich habe mich jetzt, glaube ich, entschieden, ich glaube es zumindest, dass ich das Ganze hier erstmal machen möchte im Wohnzimmer. Also ich stehe jetzt quasi in meinem Wohnzimmer, weil hier das Licht natürlich auch besser ist. Diese Sachen sind alle komplett unbedenklich. Das heißt, ich kann das hier wunderbar machen. Wenn es natürlich um das Thema Harz geht, geht es natürlich ab in den Keller oder naja, draußen ist immer so eine Staubgeschichte. Auf jeden Fall natürlich nicht im Wohnzimmer. Aber hier kann ich natürlich am schönsten arbeiten, wenn es um diese ganzen Struktursachen geht. Was ich auch noch habe, ist vom Depot, was ist das hier eigentlich? So Muschelschalen irgendwie. Die haben so einen lila Touch. Ich weiß noch nicht genau, ob ich sie brauchen werde. Die schimmern auf jeden Fall sehr schön. Deswegen habe ich sie mal mit dazu gestellt. Es soll auf jeden Fall, wie gesagt, ein Mixed-Media-Bild geben. Ach so, und was ich auch noch habe, Moment, hatte ich doch tatsächlich vergessen zu holen. Ich habe noch ein bisschen Spray-Paint, also Farbe. Einmal hier von Montana, ebenfalls von Stefanie Etter. Ich habe bei der Stefanie jetzt einmal groß geshoppt. Graphit, das ist ein Metallic-Spray. Dann ein, das war, glaube ich, Caribbean Blue. Oder es heißt Caribbean, glaube ich. Genau, Metallic Caribbean, da seht ihr es. Und ich habe die Spider-Marble-Effekt, das Spider-Marble-Effekt-Spray geholt in der Farbe Silber. Also das sind meine Grundmaterialien, aus denen ich ein Bild gestalten möchte. Ja, und ich würde sagen, wir legen los. Ich werde übrigens Teile euch natürlich zeigen und euch am Prozess teilhaben lassen. Werde natürlich nicht alles komplett durchfilmen, weil ich glaube, sonst wird dieses Video elendig lang und das wird für euch extrem langweilig. Also nehme ich euch immer, je nach Schritt, immer so ein bisschen mit auf die Reise. Macht dann entweder im Schnelldurchlauf oder Pause und wie auch immer und zeige euch quasi alles nach und nach, wie ich dieses kleine Monstrum, was man schon fast als Tisch durchgehen lassen könnte, gestalte. Also viel Spaß! So, wir starten. Kamera läuft. Hallo! Ich versuche euch, so gut es geht, hier daran teilhaben zu lassen. Ich habe leider kein Stativ, das ich euch quasi unter die Decke hängen kann, um euch von oben drauf schauen zu lassen. Das heißt, ich werde jetzt das Ganze so seitlich machen und euch dann immer zwischendurch ein Close-up mal geben. Gut. Ich fange jetzt erstmal an mit der Grundierung von der Crackle-Paste. Das wird mein erster Schritt. Ich hoffe, dass diese Menge reicht bei dieser großen Leinwand. Ich habe keine Ahnung. Machen wir erstmal das Sicherheitsband hier ab. Das schmeiße ich mal gerade hier auf den Boden. Ich habe hier diverse Japan-Spachtel. Moment mal gerade, alles gut? So, kurze. So, das kommt davon, wenn man im Wohnzimmer dreht, wo natürlich reger Betrieb mit den Kiddies ist. Gut, also ich habe hier auf jeden Fall
diese Dose Grundierung, ich weiß jetzt gar nicht, wie 600 Gramm sind da drin. Ich habe keine Ahnung, was ich brauche. Die stelle ich erstmal beiseite, die brauchen wir noch nicht. Diese Schicht, es wird nass in nass gearbeitet, also sprich auf die noch feuchte Schicht von der Grundierpaste kommt nachher die Crackle-Paste drauf. Und ich habe noch keinen Plan, wie viel ich brauche, ob ich mit einer Dose hinkomme oder nicht. Ich habe auch noch nicht ganz genau den Megaplan, wo ich jetzt was mache. Aber wir legen jetzt einfach mal los. So, diese Schicht, wie gesagt, 1 bis 2 mm, die ist weiß, die bleibt auch weiß. Beziehungsweise, wenn man, nein, anders, die Crackle-Paste, die Strukturpaste, die man nachher oben drauf macht, die reißt ein und sichtbar bleiben diese Crackles von dieser weißen Grundierpaste. Diese Paste hier, die könnte man jetzt einfärben, wenn man diese sichtbaren Cracks nachher in einer anderen Farbe haben möchte. Dann kann man zum Beispiel hingehen und die mit Acrylfarbe oder so einfärben. Ich möchte meine Cracks weiß haben, deswegen bleibt die. Jetzt gucke ich mal, ich hoffe, ihr könnt so sehen. Aber ich nehme euch nachher noch ein bisschen näher ran. Ich fange jetzt erstmal an und verteile meine Crackle-Paste. Nein, meine Grundierpaste. Meine Güte. Ich kenne Crackle-Pasten auch schon von früher. Das ist ja jetzt nicht mein allererstes Bild. Ich habe auch schon mit Crackle-Paste gearbeitet, allerdings nicht mit der XL-Crackle-Paste, sondern mit diesen Krakelur-Dingern, die es da gibt. Da gibt es ja verschiedene. Ich habe in meinem kleinen Bastelfundus sogar tatsächlich auch noch was gefunden. Ich habe aber festgestellt, wenn man sich die mal anguckt, dass da wenig Gramm sehr viel Geld kosten. Ich habe also auch damals sehr, sehr viel ausgegeben für diese ganzen Bastelmaterialien. Und im Verhältnis ist nämlich dann diese XL-Crackle-Paste hier von der Stefanie vom Preis her echt richtig, richtig gut. Ich hatte am Anfang nämlich auch gedacht, so, oh Gott, dann brauchst du so viel, dann ist das so teuer. Man guckt ja dann schon so ein bisschen aufs Budget. Ich muss aber wirklich gestehen, dass diese Pasten hier vom Preis her im Verhältnis wirklich gut sind. Also wenn ich da wieder, ich habe früher mal viel mit Schminke gearbeitet. Wer im künstlerischen Bereich schon mal was gemacht hat mit Acrylfarben oder so, kennt vielleicht Schminke. Das ist eine recht hochwertige Firma und die sind auch wirklich vom Preis her ganz schön teuer, muss man sagen. So, ich nehme jetzt mal gerade meinen kleineren Spachtel hier. Ich weiß auch nicht, wie schnell das Ganze trocknet, wie viel Bearbeitungszeit ich habe. Das hätte ich mir vielleicht mal vorher angucken sollen. Aber das kriegen wir alles hin. Ich denke auch mal, also ich versuche sie halbwegs gleichmäßig aufzutragen, aber es geht ja jetzt nicht um die totale Symmetrie und Perfektion, sondern es geht ja eigentlich eher so ein bisschen darum, dass diese Cracks nachher auch unterschiedlich sind. Also zumindest ist das so mein Plan. Die Strukturpaste, die man nachher aufträgt, da ist es übrigens so, umso dicker ihr sie auftragt, umso größer werden diese Crackles. Umso dünner man sie aufträgt, umso feiner werden die. Ich werde also nachher versuchen, diese Paste in verschiedenen Stärken aufzutragen, weil ich diese Cracks unterschiedlich haben möchte. Unterschiedlich dick. Also es dürfen ein paar große entstehen, gerade so in dem Bereich, wo ich gleich noch ein bisschen breiter werde. Aber es sollen an den Teilen, wo hier zum Beispiel, wo ich auch das Ganze hier so ein bisschen trenne, sollen dünnere Cracks entstehen. Das ist so der Plan. Ja, ich habe auch keine genaue. Ich habe mir keinen ganz genauen Plan gemacht, wie dieses Bild nachher aussehen soll. Manchmal ist es ja besser, man lässt sich einfach mal ein bisschen treiben und macht einfach, ohne dass man vorher alles bis ins kleinste Detail geplant hat. Wartet. Und falls die liebe Stefanie dieses Video sieht, Stefanie, ich hoffe, ich mache das alles hier richtig. Mein erster Versuch. Mutig, mutig, direkt auf so einer großen Leinwand.
Das Schöne hierbei ist, das ist, hatte ich eingangs schon erwähnt, gesundheitlich absolut unbedenklich. Wir arbeiten jetzt gerade nicht mit Harzen oder irgendwas, was dünstet. Das heißt, ich brauche hier keine Maske, ich brauche auch keine Handschuhe. Ich mache das jetzt alles so. Man kann natürlich Handschuhe anziehen, einfach um sich nicht einzusauen, aber ich gehöre immer zu der Kategorie, ich saue mich grundsätzlich ein. Deswegen, da trage ich beim Harzen auch extrem Handschuhe und achte da immer sehr drauf, weil ich weiß, dass ich mich einsaue. Ich bin auch gerade aktuell parallel den Schrank am Streichen. Könnt ihr euch vorstellen, wie meine Finger danach aussehen, ne? Diese Crackle-Paste, wie ich gesehen habe, ist übrigens auch nicht nur für die Leinwände gedacht, sondern man kann auch Objektgegenstände damit crackeln. Was ich auch ziemlich cool finde, irgendwelche Skulpturen oder irgendwas, was man hat, finde ich auch geil. Also ist schon ein vielseitiges Zeug. Ich habe damals ein Acrylbild gemalt, habe ich sogar hier im Wohnzimmer neben mir hängen, wo ich auch mit Crackle-Paste gearbeitet habe, allerdings mit so einer kleinen, feinen. Da kannte ich das hier noch nicht und das hat viel Spaß gemacht. Also ich mache das ja, wenn ich Zeit und Muße habe, sogar sehr gerne. So, gefällt mir das denn so? Ja, das Resikret, meine Güte, kommt ja auch noch zum Einsatz. Das heißt, ich will natürlich jetzt nicht zu groß das Ganze machen. Auf der anderen Seite, hier kommt noch ein bisschen Resikret hin, können wir noch ein bisschen nach oben gehen. Ich möchte nicht nur da oben Harz haben, auch, aber nicht nur. So, mein Video hat leider abgebrochen. Ich weiß nicht an welcher Stelle. Ich habe meine Crackle-Paste, nein, meine Strukturgrundierung erstmal aufgetragen. Ich sehe allerdings gerade noch, dass ich hier noch eine kleine Lücke habe, die fehlt. Ja, was ich noch gesagt habe, ist, die Grundierung ist weiß, die man vorher einfärben kann. Die Strukturpaste ist beige, die kann man nicht einfärben. Die kann ich aber spray-painten und das habe ich auch nachher vor. Dafür muss ich mir nun, glaube ich, ganz schnell noch was gleich aus dem Keller holen, weil ich ja hier drinnen sprayen muss, was mir überhaupt nicht gefällt. Aber das habe ich natürlich in all meiner Euphorie nicht bedacht, dass ich hier noch sprayen muss. So, ich gleiche noch gerade so ein paar Sachen auf, die ich gesehen habe, die mir noch nicht ganz so gut gefallen. Mit der Form bin ich soweit zufrieden. Das ist in etwa das, was ich mir vorgestellt habe, weil ja auch das Resikret noch dazu kommt. Und ja, jetzt kommt die Strukturpaste und dann wollen wir doch mal, die ist relativ fest, umso dicker man sie aufträgt, umso größer werden die Cracks. Das heißt, an den Stellen möchte ich sie ein bisschen dünner haben, weil die Cracks natürlich da nicht riesig werden sollen. In der Mitte wiederum dürfen sie ein bisschen dicker sein. Das ist, wie gesagt, wird nass in nass gearbeitet. Ich muss mir gleich noch was einfallen lassen, wie ich hier mit Spray Paint arbeite.
So, für den nächsten Schritt komme ich mal gerade ein bisschen näher an euch ran. Jetzt habe ich hier einmal das Resicrete, das ist diese Acrylemulsion. Und hier habe ich jetzt mein Puder. Und hier, das wollte ich euch auf jeden Fall nochmal zeigen. Ich weiß, es ist jetzt spiegelverkehrt, weil ich die Kamera so eingestellt habe, dass ich gucken kann, ob ihr gucken könnt. Aber ihr seht einfach diese verschiedenen Farben. Von dem Graphit, ich habe jetzt das Navy genommen, Quatsch, das Nickel Gray genommen, das ist so ein mittleres Grau. Es gibt ein ganz tolles Ocean Blue und Türkis, Sandtöne, also alles, was das Herz begehrt, ne? Und das mischen wir gleich zusammen einmal an und tragen es auf. So, ich habe hier erstmal übrigens überall Folie hingehangen, weil ich jetzt den Fehler gemacht habe und habe verpennt, dass ich ja Spraypaint im Wohnzimmer benutzen muss. So, und jetzt gucken wir mal. Ich habe mir hier so einen großen Eimer genommen. Jetzt kippe ich mir erstmal ein bisschen von dem Resicrete-Pulver da rein. Ich komme jetzt extra mal näher, damit ihr das sehen könnt. Und jetzt mal gerade gucken. Könnt ihr so gucken? Ich glaube ja, ne? Machen wir die Acrylic-Emulsion auf. Wenn das ist toll an einer stabilen Leinwand, dann können wir alles hinpacken. Und dann werden wir das mal ein bisschen anmischen. Ist ein bisschen wie Beton anmischen. Vorsicht mit der Flüssigkeit. Man kann die flüssiger anmischen, dann hat man wirklich so einen betonartigen Untergrund. Oder man macht sie fester und dann kriegt man richtig Struktur rein. Also auch hier kann man super variieren. Ich möchte jetzt erstmal die etwas flüssigere Variante haben, nicht zu flüssig, um das Ganze zu verteilen. Und dann gehe ich mit einer etwas trockeneren Mischung drüber und versuche mir richtig Struktur hinzukriegen. So. Weiß auch noch nicht, wie viel ich brauche, deswegen mache ich immer erstmal ein bisschen weniger. Ein bisschen Pulver kann noch rein. Das ist wie wenn man Beton anmischt. So, diesen Eimer und diesen Spachtel hier habe ich auch bei der Stefanie im Shop mitbestellt. Das ist nämlich sehr praktisch, weil der richtig stabil ist und man damit richtig gut anrühren kann. So, jetzt habe ich natürlich wieder ein bisschen zu viel Pulver. Ganz bisschen Flüssigkeit dazu und dann legen wir los. Und wie gesagt, ich mache euch danach, wenn ich damit fertig bin, ein Close-up. Das hat nämlich eben noch nicht ganz funktioniert. Mein Speicher von der Handykamera war noch voll. Also wenn, kommt das Drama ja immer zusammen. Und ich kriege die Handykamera leider nicht anders positioniert, dass ihr besser gucken könnt. So, das ist jetzt eine richtig klebrige Masse. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Das ist relativ flüssig wie Gummi so ein bisschen. Die Dinger mache ich zu. Erstmal. Und dann stelle ich mal hier hin. Fangen wir erstmal an und verteilen das ein bisschen. So, ich bin mit meinem Resicrete, eigentlich Resicrete, mein Gott, bin ich so weit durch. So, jetzt zeige ich euch erstmal, wie versprochen, ein Close-up. Ich laufe, ich habe hier noch ein Schleifgerät stehen. Es ist wie gesagt Wohnzimmer-Werkstatt. So, ich habe hier schön um die Ecken das Ganze gemacht. Hier kann ich nochmal mit den Fingern so ein bisschen nacharbeiten. So, das ist auch schon am Trocknen hier. So. Das war jetzt gerade eine super Kameraführung. Es tut mir leid. Die Ecken schön, die Crackle-Paste in der Mitte. Und hier auch einmal.
So, das Ganze darf jetzt trocknen, aber bevor es trocknet, werde ich jetzt einmal mit Spraypaint drüber gehen, denn ich möchte besonders diese Fläche hier natürlich nicht in diesem Sandton haben, sondern eingefärbt. Also ich habe hier auf jeden Fall meine Montana Sprayfarbe in Graphit und ich habe sie hier einmal in diesem Karabin, in diesem Türkis. Und ich habe euch ja erzählt, ich habe noch diesen Marble-Effekt. Den machen wir aber zum Schluss, deswegen stelle ich den nochmal weg. Entschuldigung, ich habe die Kamera in der Hand. Ich hänge euch jetzt erstmal wieder ein, spray ein bisschen vor mich hin und dann kriegt ihr natürlich wieder einen Close-up. So, ich habe überall ein bisschen Folie um mich herum gelegt, habe einen Stuhl hingestellt und die dran geklebt und hoffe jetzt mal, dass das Ganze funktioniert. Ich bin total ungeübt in Sprühfarbe, deswegen gucken wir jetzt mal, was passiert. So, ich könnte Graffiti-Künstler werden. Und die letzte Farbe. Ring einmal raus. Da ist übrigens immer so ein kleiner Sperrring. Ich komme mal näher. Gott, stinkt das jetzt im Wohnzimmer. So ein kleiner Sperrring drin. Deswegen nicht wie doll verrückt drücken. Das abmachen. Sperrring raus. Draufsetzen. Dann könnt ihr sprühen. So, das ist jetzt dieser Marble-Effekt. Das gibt Fäden. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ich habe ein bisschen Angst. So. Das mache ich wahrscheinlich nachher ein bisschen sauer. Ihr kriegt jetzt euer versprochenes Close-up. Ich sage euch, ich bin fix und fertig. Das erste Mal so ein großes Bild inklusive Einblick vom Wohnzimmer. Und ja, also ich glaube, könnt was werden. Ich schalte euch mal um. So, hier kommt der Close-up. Diese Marble-Farbe gibt diese Sprüheffekte, diese Fäden, wie ihr sehen könnt, mit diesem Karabin. Bisschen Sand guckt noch durch von der Basis, ne? Und dann habe ich das Ganze ja mit Graphit noch angesprüht. Sieht in der Kamera sehr blau aus. Das ist eigentlich ein dunkles Türkis, was natürlich einen Schimmer hat. Das Eingesaute hier, muss ich mal gucken, ob ich das wegkriege. Das weiß ich noch nicht genau. Das sind so Fäden jetzt. Aber die weißen Teile, die füllen wir ja noch auf. Also, ich bin gespannt. Ich werde jetzt hier die Bude ordentlich lüften, weil Spraypaint in der Bude ist natürlich jetzt nicht ganz so optimal, geht aber nicht anders. Und dann bekommt ihr von mir jetzt immer mal wieder so ein kleines Close-up von der Crackle-Paste, was sich da tut. So, es gibt jetzt nach ein paar Tagen mal einen Zwischenstand vom Bild. So sind die Cracks geworden. So ist das Ganze jetzt wirklich durchgehärtet. Und wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt einfach mal meine weiße Fläche, die ja Harz wird nachher, habe ich mal gestrichen mit Acrylfarbe, um einfach mal eine Vorstellung zu kriegen, wie ich das Ganze gestalten könnte. Ich hatte hier oben in dem Bereich erst Türkis gemacht mit ein bisschen Gelb. Dann hat mir das Gelb nicht gefallen. Dann habe ich das Ganze dunkelblau gemacht. Dann war mir das Ganze zu dunkel. Dann habe ich gedacht, komm, ich mache da jetzt weiß wieder drüber. Die Acrylfarbe, die ich hatte, war jetzt aber nicht gerade die beste. Die war noch nicht durchgehärtet. Deswegen ist aus diesem Weiß eigentlich ein hellblau geworden. Und ich muss gestehen, so gefällt es mir eigentlich ziemlich gut. Ich bin am Überlegen, ob ich es tatsächlich so dann auch mache. Der Bereich wird auf jeden Fall schwarz-grau, wobei ich hier in diesem Bereich gerne noch ein bisschen so ein Beige-Ton, so ein Braun drin hätte, angelehnt an dieses Nickel-Gray sozusagen, was, wie ihr sehen könnt, kein kaltes Grau ist mit diesem Graphitspray drüber, sondern eher so ein warmes Grau kann man hier ganz gut erkennen. Ja, dann habe ich hier noch ein paar Glitzersteinchen aufgeklebt. Das sind so Glas-Spiegelsplitter. Gibt es übrigens bei Ikea, nennt sich Couleur, kostet irgendwie 1,99 €. Ich kann euch das mal gerade zeigen.
Das ist diese große Packung hier. Davon habe ich einfach welche aufgeklebt mit ein bisschen Art Potsch, Lack und Leim. Das hatte ich noch in meinem Bastelfundus drin. Das hält ganz gut. Ja, so ist also jetzt der Zwischenstand des Bildes. Ich habe also gar nicht so viel gemacht momentan. Jetzt geht das Ganze in den Keller. Ich dachte, ich mache euch einen Zwischenstand auf jeden Fall einmal schön im Tageslicht. Jetzt geht das Ganze in den Keller. Dann habe ich momentan ein bisschen Harzpause, weil ich eine unheimlich hohe Luftfeuchtigkeit habe. Deswegen muss ich ein bisschen warten. Und dann werden wir uns dem Bild weiter widmen und es geht ans Thema Harz. Willkommen zurück aus dem Keller. Wie ihr sehen könnt, ist mein Bild jetzt unten. Ich kann die Kamera leider nicht anders einstellen, aber die wichtige Ecke, die haben wir. Ich habe mir 225 Gramm Honey Resin angerührt und habe mir bereitgestellt auf meinem Nebentisch einmal die Dipon Farbpaste in Schwarz. Dann habe ich einmal die beigefarbene genommen, um das Ganze ein bisschen abzutönen, dass es kein kaltes Grau wird, sondern ein warmes. Ein bisschen Weiß für den Notfall habe ich bereitstehen, falls mir das Ganze nicht gefällt. Und ich fange jetzt erstmal an und mixe mir einen Teil, einen kleinen Teil erstmal, nur für die, ich nenne sie mal Küstenlinie, für die hellere Linie. Und mische mir dort etwas Beige mit rein und ein bisschen Schwarz, um das ein bisschen dunkler zu kriegen. Und fange erstmal mit der Linie an. Ich mache übrigens hier die Geschwindigkeit mal 4, einfach weil das Anmischen von Farben ist, glaube ich, nicht ganz so interessant und das Linienziehen auch nicht. Deswegen werde ich immer zwischendurch mal gerade die Geschwindigkeit erhöhen, sonst wird das Video einfach zu lang. So, nachdem ich diese Linie gezogen habe, mische ich mir jetzt die nächste Farbe an. Und zwar nehme ich diesmal eine größere Menge Harz. Und das wird mein schwarzer unterer Teil. So, das heißt, ich nehme hier eine ordentliche Portion von der schwarzen Paste, damit das wirklich deckend schwarz wird und verteile das auf dem unteren Bereich. Ich musste ein wenig außerhalb der Kamera mixen. In diesen schwarzen Becher, wo ich das Schwarz rausgegossen habe, habe ich mir jetzt ein bisschen Beige noch reingepackt. Vermische das Ganze. Das ist natürlich jetzt Beige mit ein bisschen Schwarz drin, mit den Resten vom Becher. Und gehe nochmal an der Linie entlang, weil mir das Ganze doch noch ein bisschen zu dunkel war. Verteile da, wie gesagt, den hellen Streifen und dann kommt die mittlere Farbe dran. Nachdem ich meine Farben jetzt aufgebracht habe, machen wir es ganz simpel mit den Fingern und ich verteile jetzt die Farbe erstmal mit den Fingern an dieser Linie entlang. Ich möchte nicht, dass das Harz zu sehr in die Strukturpaste reingeht, weil die soll ja weiter matt bleiben. Verteile das so ein bisschen und spiele erstmal so ein bisschen mit den Farben, um zu gucken, wie mir das Ganze gefällt. Ja, und dann geht es weiter mit dem Heißluftföhn, aber das ist der nächste Schritt.
An dieser Stelle kommt jetzt mein Heißluftföhn zum Einsatz. Da ist er. Ich habe relativ hohes Gebläse eingestellt, allerdings keine sehr hohe Temperatur. Ich erwärme jetzt mein Honey Resin erstmal. Das Ganze ist ja etwas zähflüssiger. Puste mir die Farben erstmal jetzt von der Küstenlinie nach unten und dann puste ich quasi das Schwarz wieder nach oben. Das mache ich aus dem Grunde, wenn ich das Schwarz direkt hochpusten würde, würde ich mir das Ganze in meine Strukturpaste schieben und das möchte ich natürlich nicht. Und so gestalte ich jetzt, ich sag mal, wenn wir jetzt beim Thema Meer wären und in Blautönen arbeiten würden, so eine raue See, die quasi so langsam Richtung Land sich die Bahnen schlägt, so kann man es sagen. Das Ganze mache ich auch wirklich langsam und mit Bedacht. Ihr seht, dass ich wirklich langsam puste, dass ich das Ganze ein bisschen aufwärme, wieder zurückschiebe, das Dunkle wieder rein. Dieses Spielchen mache ich jetzt eigentlich ziemlich lange, weil mir dann das Ganze doch ein bisschen zu hell geworden ist. Also habe ich noch ein bisschen Schwarz reingepackt und noch ein bisschen nach oben gepustet. Ja, ich mache euch erstmal jetzt ein bisschen auf schnell wieder, damit ihr den Prozess sehen könnt. Das war auch schon der erste Teil. Das Ganze darf jetzt schön aushärten. Ihr kriegt natürlich jetzt nochmal einen Close-up. Im ausgehärteten Zustand gucke ich natürlich nochmal an, ob mir das Ganze so gefällt oder ob ich das nochmal verändere und noch eine Schicht drauf gebe. Das müssen wir gucken. Aber hier seht ihr dieses mit dem Föhn reingepustete Schwarz, dass das Ganze so ein bisschen wilder an der Linie wird, weil ich das nicht einfach nur schwarz auffüllen wollte. Das fand ich zu langweilig. Ja, das also Teil 1. Das darf jetzt erstmal schön aushärten. Und dann sehen wir uns zum nächsten Teil, wenn das Helle oben dran ist. An dieser Stelle folgen leider nur noch Bilder, weil meine Videos nicht funktioniert haben, beziehungsweise ich Schritte auch vergessen habe. In diesem Bereich habe ich erstmal Wellen gemacht. Ich verlinke euch dazu ein Video mal, wie ich diese Wellen mache. Dann habe ich den oberen Bereich mit dem B20 Harz und Weiß und Hellblau gemacht und habe das Ganze mit dem Mastercast nochmal versiegelt. Und im unteren Bereich war mir das zu langweilig. Ich habe noch eine Schicht Wellen gemacht und habe dann ein Titanium-Silber-Pigment noch genommen, um das Ganze etwas grau-silberig zu machen. Hier seht ihr das fertige Ergebnis. Es hängt an seinem Platz und ich bin mega begeistert, wie schön das Ganze geworden ist.
Ich kann nur jedem empfehlen, macht mal so ein Bild. Es macht unendlich viel Spaß. Ich verlinke euch in der Infobox einmal die verwendeten Produkte und ich habe auch noch einen Promocode für euch, wo ihr etwas sparen könnt, wenn ihr das mal nachmachen wollt. Also bis zum nächsten Video.